Willkommen zum nächsten Adventskalender-Unboxing. Ihr habt es euch zahlreich gewünscht. Hier habe ich Ihnen den allerersten Catrice Adventskalender, den es dieses Jahr geben wird. Denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da noch eins weiterkommen wird. Also vermute ich mal. Denn das hier ist wieder dieser DIY-Adventskalender, den es fast jedes Jahr von Catrice und auch von Essence gibt. Oh nein, ich darf gar nicht an die Seite gucken. Da habe ich schon ein bisschen was gesehen. Auf jeden Fall ist das hier dieser wunderschöne Adventskalender. Ich finde, der sieht echt cool aus. DIY bedeutet einfach, dass die Produkte da alle so drin sind und da sind meistens dann so kleine Säckchen bei und dann kann man sich den Kalender halt so selber praktisch zusammenbauen, beziehungsweise besser ist natürlich, wenn jemand den für euch dann packt, damit ihr die Überraschung noch habt. So, dann machen wir den hier mal auf, genau. Und dann kommt mir als allererstes hier das entgegen und zwar so roségoldene Sticker mit den ganzen Zahlen. Und dann haben wir hier diese kleinen Papiertütchen. Sehr cool, einmal in diesem Design und einmal sehen die so aus. Kann man dann praktisch so einpacken bzw. einpacken lassen. Ja, und dann habe ich hier so dunkelrotes, wunderschönes Seidenpapier. Und dann habe ich die Produkte. Ich werde das einfach so machen. Ich glaube, ich werde das hier einfach so auf den Boden stellen und dann immer Produkte ziehen und dann euch immer den Preis einblenden. Der Kalender kostet übrigens 34,95 €. Und das allererste Produkt, was ich hier rausgezogen habe, ist von Catrice dieser HD Active Performance Primer. Hier seht ihr, es ist ein Primer mit Lichtschutzfaktor 30. Finde ich eigentlich ganz cool. Tolles Produkt hier oben mit dieser Pipette. Ich finde, das sieht immer unheimlich hochwertig aus. Und ein Primer finde ich immer gut, auch wenn ich selber jetzt nicht so gerne Primer nutze. Aber an sich finde ich einen Primer cool, weil es eben unabhängig ist von irgendeiner Farbe oder so. Weiter geht's. Oh Gott, ich will jetzt gar nicht alles sehen. Okay, cool. Hier haben wir ein Blush. Am Design können wir auch erkennen, dass die definitiv auch Produkte extra für den Kalender designt haben. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es die Farbe auch so im Sortiment gibt. Die nennt sich auf jeden Fall Blushing Excitement. Finde ich eine richtig schöne Farbe. Ist halt so ein dunklerer Rotton. Finde ich sehr cool für den Herbst mit so ein bisschen so einem rostigen Lippenstift. Glaube ich, kann das richtig cool aussehen. Ich schaue mal, ob ich euch Preise einblenden kann oder ob das praktisch nicht geht, weil die Produkte so nicht zu finden sind. Aber ich bin gespannt, ob wir am Ende sagen, dass die 34 € sich lohnen. Okay, weiter. Ich ziehe etwas. Eine ganze Palette, okay. Sowas würde ich zum Beispiel dann eher in die 24 oder so tun. Die Palette kenne ich auf jeden Fall aus dem Standardsortiment, beziehungsweise aus dem Sortiment von Catrice. Ich mache euch die mal auf. Also so sieht die aus von den Farben her. Sehr, sehr schöne Töne, so ein paar erdige Töne. Hier so ein kleiner Hingucker mit Lila. Also coole Palette. Also vor allem eine ganze Lidschattenpalette. Weiter geht's mit noch einer Palette. Hier haben wir praktisch wieder eine Lidschattenpalette. The Blazing Bronze. So sieht die Palette von den Farben her aus. Auch wunderschön, oder? Finde ich ja gerade mehr als nice, dass da schon so eine zweite Palette drin ist. Also da kann man nichts sagen. Als nächstes hier in unserem Wunderkörbchen haben wir... Okay, wow. Also anscheinend sind hier definitiv nur größere Produkte drin. Hier haben wir einen Highlighter in so einer ganz besonderen Farbe. Der nennt sich Jupiter's Glow und ihr seht, der ist so silber. Cooles Produkt auf jeden Fall, finde ich. Also Highlighter geht sowieso in dieser ganzen Weihnachts-Wintersaison immer. Und das ist auf jeden Fall auch ein ganz normales Full-Size-Produkt. Weiter geht's hier mit einem Fixing-Spray. Das kenne ich gar nicht von Catrice, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so im normalen Sortiment gibt. So sieht das Fixing-Spray aus. Auf jeden Fall auch ein super Produkt, passend auch zu den ganzen anderen, die wir bisher hatten. Also was soll ich sagen? Bisher bin ich jetzt schon begeistert. Alleine diese zwei Paletten und so, also... Bisher, wow, oder? Weiter geht's. Ich gucke wirklich nicht hin, ne? Das ist absolute Überraschung. Wir haben hier den klassischen kleinen roten Nagellack. Richtig süß mit der goldenen Kappe. Und ihr seht, auch da ist wieder dieser goldene Weihnachtsbaum drauf. So wie bei dem Blush auch vorhin. Ich habe es ja schon mal gesagt, ein roter Nagellack, ein schwarzer und ein schwarzer Kajal. Das ist echt so ein Standardprodukt, was fast in jedem Kalender ist. Weiter geht's mit noch einem Nagellack. Okay, das war jetzt Zufall. Die Farbe nennt sich Soft Candlelight und schaut euch mal diesen wunderschönen Goldton an. Oh, love it. Sieht richtig edel aus, oder? Mit dieser goldenen Kappe. Richtig, richtig toller Ton. Den kann ich mir richtig gut auf den Fingernägeln und auch auf den Fußnägeln vorstellen. Vor allem in so schwarzen High Heels, wenn man die dann trägt. Keine Ahnung, ich jetzt nicht, aber ich stelle mir das bei anderen immer so schön vor. Dann machen wir weiter mit... Oh, cool. Noch ein Highlighter. Und diesmal, eben hatten wir ja schon so einen silbernen. Jetzt haben wir hier einen Goldton. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Der schimmert auch ganz, ganz schön champagnerfarben. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Nennt sich... Soft Candlelight, habe ich das nicht eben schon mal gesagt, zu dem Nagellack? Ja, das ist die gleiche Farbe praktisch. Sehr, 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 sehr schön. Und finde ich auch ein schöner Kontrast zu dem anderen. Einmal hier so ein Gold- oder so ein Silberton, weil steht ja nicht jedem alles, beziehungsweise, ja, man soll einfach das benutzen, was man am liebsten an sich mag. Dann haben wir hier, ich muss jetzt mal unter dieser einen Schicht hier graben, an der Seite. Oh,
Ach, war die nicht letztes Jahr auch schon drin? Das ist hier diese Color Correction Palette. Falls euch hier gerade wundert, was das ist, also diese Grünton zum Beispiel ist, um Rötungen abzudecken. Ich weiß gar nicht, wofür lila ist. Auf jeden Fall hat praktisch jede Farbe so eine Komplementärfarbe und damit deckt ihr irgendwelche Unebenheiten im Gesicht ab, sei es Augenringe oder zum Beispiel Pickel, Rötungen oder sonst was. Sehr, sehr cool. Das ist, glaube ich, auch so ein Produkt, was sehr, sehr gehypt von Catrice ist. Zumindest meine ich das. Weiter haben wir hier... Oh, ein goldener Pinsel. Falls ihr es nicht wusstet, Essence und Catrice gehören ja zusammen zu Cosnova. Und dementsprechend sind die Catrice-Pinsel in keines weit schlechter als die Essence. Und ihr wisst ja, Essence-Pinsel sind damals schon gehypt gewesen, heute immer noch super, weil die einfach nicht haaren und einfach eine tolle Qualität haben für einen super günstigen Preis. Und schaut euch dieses wunderschöne Exemplar an. Ich finde, das sieht ja wohl mal mehr als wunderschön aus, oder? Ich freue mich gerade so krass, das sieht wirklich... Also ich finde, das passt halt zu dem ganzen Weihnachtsthema auch erst recht mit dem Gold. Und es passt auch zu den anderen Produkten total schön. Also eins meiner Highlights bisher. Weiter, wir haben hier nochmal so ein Fläschchen. Ich dachte gerade, es wäre eine Foundation, ist es aber gar nicht. Light Correcting Serum Primer Sunlight. Ah, das ist praktisch auch ein Primer, der aber so lichtreflektierende Pigmente hat, damit man so ein bisschen brauner aussieht. Also auch definitiv unabhängig von der Hautfarbe. Sehr spannendes Produkt, das werde ich definitiv mal ausprobieren. Und finde ich auch wieder, also Catrice hat, finde ich, einfach gerade für den Preis eine unheimlich hochwertige Optik. Okay, weiter geht's mit, wieso sage ich eigentlich immer weiter geht's, Leute, es nervt, ich weiß. Mit einem Brow Colorist. Hier haben wir ein getöntes Augenbrauengel, was angeblich die Augenbrauen innerhalb von 2 Wochen dunkler machen soll. Ja, das ist jetzt hier definitiv eine Farbe. Das ist die Farbe 015 Soft Brunette. Finde ich, also für mich passt es wahrscheinlich jetzt sehr, sehr gut. Ich finde es halt einfach schade, weil es wird niemals zu jeder Person, die den Kalender kauft, passen. Klar kann man jetzt sagen, bisher war da noch kein Flop bei. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich finde, das müsste nicht sein. Könnte man vielleicht entweder ein durchsichtiges Augenbrauengel reinmachen oder halt einfach all diese Sachen, die eben abhängig von Person, Optik, Look, Hautfarbe und so sind, ja, dann einfach rauslassen. Aber trotzdem, also für mich ist es jetzt cool, ne? Gott, ich weiß gar nicht, in welchem Produkt wir sind. Ich habe das Gefühl, wir haben schon 1000 ausgepackt. Der nennt sich Sparkling Flakes, oder? Ja. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, was eine wunderschöne Farbe, so ein Roségoldton mit so ganz tollen, feinen Glitzerpartikeln. Oh Gott, es sind noch so viele Produkte da drin. Ich habe das Gefühl, es sind mehr als 24, aber es kommt mir nur so vor. Ein Eyeshadow Stick, der 12 Stunden halten soll. Und zwar in so einer, wow, was ist das denn für eine Farbe? Mal schauen, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall ist das so ein Kupferton. Finde ich auf jeden Fall schön. Kann man, glaube ich, auch toll als Base benutzen für einen tollen Lidschatten, der so ein bisschen bronze ist. Vor allem, wenn das hier 12 Stunden halten soll und sweatproof sein soll, dann ist das natürlich perfekt für einen langen Tag. Dann haben wir hier einen Lippenstift, also auch ein Full-Size-Produkt. In einer, oh, der ist aber nass, warum ist das so? In einer superschönen Farbe, Blushing Excitement. Ich würde auch hier mal sagen, das ist nicht das super klassische Rot. Also es ist so ein ganz bisschen wärmer, aber ein toller Ton. Also ein richtig schöner Rotton. In dieser goldenen Verpackung, auch richtig hochwertig hier mit dem Verschluss, dass der so klackt. Also, Dann haben wir hier, oh, Golden Dust Highlighter Drops. Das sind wahrscheinlich Highlighter-Tropfen. So sieht das Ganze aus. Auch wieder super edel. Also alles, was so ein bisschen in Richtung Glow-Highlighter und so geht, finde ich für die ganze Winterzeit richtig perfekt und allgemein. Also wie viele krasse Produkte hatten wir hier bitte schon? Und wir sind noch nicht am Ende. Hier ist noch ein bisschen was drin. Ich spüre es. Auch sehr cool. Als nächstes haben wir hier eine Eye Foundation, also praktisch eine Eyeshadow Base. So sieht die aus. Das Produkt kenne ich auch noch. Auch gar nicht von Catrice. Ich muss aber auch sagen, dass ich da letzter Zeit mich gar nicht mehr so mit dem neuen Sortiment befasst habe. Soll auf jeden Fall den Lidschatten matt machen oder beziehungsweise eine matte Base schaffen. Und das finde ich auch super. Also gerade wenn man vielleicht auch so dazu neigt, so ein bisschen ölige Haut zu haben während der Winterzeit, wenn man halt trockene Haut hat und das Gesicht nachölt oder man halt viel unterwegs ist in Bahn, Bus und schwitzt und naja, mit Winterjacke kennt glaube ich jeder, dann ist das absolut perfekt, so eine Eyeshadow Base zu haben. Next haben wir hier ein Plumping Gel Lipstick. Der hat so eine schwarze Verpackung übrigens und ist ein wunderschöner Rotton. Und ich weiß gar nicht, was Plumping heißen soll, also macht er dann irgendwie Lippen größer. Tatsächlich, Lippenstift mit Hyaluronsäure für ultra voluminöse Lippen. Sehr, sehr cool. Als nächstes greife ich hier auch nochmal einen Nagellack raus. In einer ganz anderen Farbe, hatten wir sie noch gar nicht. Die Farbe nennt sich Unwrapped Nude. Finde ich sehr, sehr hübsch.
ist so ein bisschen so topig nude. Okay, es wird leichter. Ich kann nicht sagen, wie viele Produkte hier noch sind. Also mindestens noch 3 oder 4. Hier haben wir noch ein Liquid Lipstick. So wie es aussieht, ist das ein matter Lipstick in so einem ja, etwas dunkleren Ton. Ich fand jetzt gerade in der Kamera sah es für mich noch dunkler aus, als ich das jetzt hier in echt wahrnehme. Die Farbe nennt sich The Metalist. Ja, der ist, glaube ich, sehr, sehr hübsch. So sieht der Ton aus. Finde ich auf jeden Fall cool. Dann haben wir hier nochmal so ein kleines Fläschchen. One Drop Coverage Weight Loss Concealer. Okay, hier haben wir einen Concealer in der wohl hellsten Farbe, denke ich, 005. Ja, schwierig, ne? Also was sagt ihr? Also die Farbe sieht wirklich sehr, sehr hell aus. Ich bin ja schon blass, aber ich muss sagen, ich trage auch nicht immer die hellste Farbe. Klar, man kann natürlich mit einem hellen Concealer auch immer seinen Concealer aufhellen, falls der gerade zu dunkel ist oder so. Und für alle anderen passt der vielleicht. Ich finde halt, wie gesagt, alles, was so eine Farbe vorgibt, immer doof. Aber also mal im Anbetracht der ganzen Megaprodukte, die wir gerade hatten, kann ich drüber hinwegsehen. Okay, ich weiß auch nicht, ob wir beim letzten oder vorletzten sind. Ich glaube, beim vorletzten ist noch was drin. Und zwar haben wir hier nochmal ein Liquid Lipstick aus dieser Mattreihe. Die Farbe kenne ich auf jeden Fall, die nennt sich Pillow Fight. Und wie ihr seht, ist das ein richtig, richtig toller Rosenholzton, der definitiv heller ist als der, den wir eben hatten. Ich glaube, den habe ich sogar selber, aber ich glaube, ich habe den lange nicht benutzt. Hier seht ihr zum Vergleich, das ist jetzt der Pillow Fight und das ist der Ton, den wir eben hatten. Okay, ich gucke mal. Hier ist nämlich noch ein XXL-Produkt und ich glaube, das war es dann auch. Ja. Okay, dann ist das jetzt praktisch die Nummer 24. Hier haben wir nochmal eine Palette. Wir erinnern uns, wir hatten schon am Anfang diese hier. Das ist die Superbia Volume 2 und das ist die Volume 1. Das hier waren eher so Frosted Taupe Töne und hier haben wir Warm Copper Töne. Ich mache die mal auf. Warme Töne, so wie die Palette das auch versprochen hat. Ich finde, hier könnte noch ein Spiegel rein, das wäre eigentlich noch voll gut. Okay, krass. Was sagt ihr zu dem Kalender? Also können wir mal bitte festhalten, dass wir hier nur Full-Size-Produkte drin hatten, dass da viele tolle Produkte drin waren, die sich komplett ergänzen, zusammenpassen. Da war nichts doppelt drin. Ich finde, man kann hier nicht sagen, wir haben hier zu viele Lippenprodukte oder zu viele Nagellack. Ganz im Gegenteil, es ist eine super Aufteilung und von allem was dabei. Aber ich finde alles wirklich mega. Also ich bin absolut begeistert und ich glaube, das ist der absolut beste Kalender, den ich bisher geöffnet habe. Und wir müssen mal kurz überlegen, für 34,95 € haben wir hier einfach 24 Full-Size-Produkte, wo ich jetzt finde, da ist jetzt kein richtiger Flop dabei. Klar, 2 Produkte so mit Farben, okay. Aber ansonsten 22 Hammer-Produkte, die einem definitiv, denke ich, gefallen. Und wow, also ich bin gerade absolut sprachlos. Ich verlinke euch den Kalender gerne. Ich denke, der wird schnell ausverkauft sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ihr den so in der Drogerie finden werdet. Weil da gibt es ja immer so viele Kalender und ich, also Essens und so findet man immer definitiv, aber diese DIY-Kalender weiß ich nicht, ob man die zum Beispiel findet. Vor ein paar Tagen habe ich euch ja den Essenskalender gezeigt. Davon gibt es übrigens noch eine zweite Variante, auch eine DIY-Version. Wenn ihr die sehen wollt, dann schreibt mir das gerne oder gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten schreibt mir gerne noch, was ihr sonst noch sehen wollt an Kalender-Unboxings. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!